In diesem Video gehen wir der Zuschauerfrage auf den Grund, was es bedeutet, dass Wellen für den hydraulisch unterstützten Ausbau vorbereitet sein müssen. Außerdem erfahren Sie die Unterschiede bei konischen und zylindrischen Lagersitzen, sowie bei großen oder kleinen Wellen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einem neuen Videoblog bei Ludwig Meister. Hallo Markus. Hallo Simon, servus. Markus, wir haben vor kurzem einen Kommentar zu einem unserer Videos erhalten. Genau, und zwar zum hydraulisch unterstützten Ein- und Ausbau von Lagern kam eine Frage. Ich lese die mal kurz vor. Hallo Ludwig Meister, vielen Dank für die tollen Videos immer. Allerdings ist mir bei diesem nicht ganz klar, wie die Demontage des Lagers funktioniert. Was genau bedeutet es, dass die Welle vorbereitet sein muss? Vielen Dank. Ich würde sagen, wir verlinken das Video auch nochmal und zeigen das jetzt. Genau. Vielleicht hier ganz kurz mit nebenbei erklärt. Wir haben hier nochmal den Wellenzapfen, den wir dort im Video auch mit hatten. Wir haben hier einen hydraulischen Anschluss. Der geht auf eine axiale Bohrung. Und neben der axialen Bohrung ist noch eine radiale Bohrung unter dem Lager sowie eine umlaufende Nut. Das Ganze war hier auf einem konischen Wellensitz. Das bedeutet, wenn man hier Öl zwischen den Innenring und die Welle pumpt, dann rutscht das Lager nach vorne runter und ist ganz schnell demontiert. Wir möchten das Ganze hier nochmal demonstrieren an einem zylindrischen Wellensitz und schauen uns das etwas genauer mit an. So, hier haben wir auch eine axiale Bohrung, eine radiale Bohrung. Man sieht es hier an der Seite sowie die umlaufende Nut. Ich würde sagen, wir packen Öl hinein. Machen wir, wie immer, Schutzbrille, gell? Bei der Drucköltechnik. Kann ich anschließen? Ja. So, ist angeschlossen, Simon. Ich schaue. Pump mal. Genau. Ist schon Öl da, Simon. Und man sieht ganz genau, wie sich's verteilt. Erst über die Umfangsnut und dann auf der Fläche zwischen dem gespielten Ring und der Welle. Und der Ring dehnt sich jetzt auf, schwimmt auf. Und beim Abziehen des Lagers, das kann ich ja mal zeigen, beim Zurückziehen bis hierhin. Bis zur Nut? Bis zur Nut, genau. Unterstützt uns das Öl. Und den letzten Weg muss man einfach dann mit dem Abzieher machen. Mhm. Aber man kommt jetzt deutlich leichter auch mit hinter. Bis dahin geht es deutlich leichter. Okay, wunderbar. Dann. Und ich würde sagen, wir zeigen das mal hier. Am echten Lager, oder? Richtig. Schauen wir einmal die Pumpe zurück. Du hältst mal kurz. Ja. Kann ich anschließen, oder Simon? Passt, ja. Das Handling mit dem Schlauch ist natürlich schon etwas... Ja, der Schlauch ist wesentlich starrer. Mhm. Der ist für Drücke bis 3000 Bar zugelassen. Natürlich ist das Lager total klein. Also werden wir hier nie erreichen. Das würden wir hier nicht brauchen. Weder den Druck noch auch das Volumen, das die Pumpe schafft. Ja. Genau. Aber bei großen Wellendurchmessern, also ich kann dir mal was zeigen, Simon. Ja. Große Wellendurchmesser, 250 mm aufwärts, wenn wir solche Lager oder Kupplungsnaben demontieren mit der Drucköltechnik, nutzen wir auch zum Beispiel mal so eine pneumatische Druckölpumpe. Ja. Das ist wesentlich angenehmer im Handling, als wie wenn man dann auch mit der Hand pumpen muss. Das heißt, die geht sogar bis 4000 Bar hinauf und man hat entsprechenden Volumenstrom, um das Ganze eben entsprechend aufzuschwemmen, oder? Genau. Perfekt. Jetzt zeigen wir es trotzdem mal hier im Modell. Also mit dem Abzieher vorher ansetzen. Pumpe? Ja, ich bin soweit. Also ich habe jetzt mal Vorspannung drauf und ich merke einfach, es geht total streng. Also das ist ja ein sehr starker Übermaßpassung. Ja. Was erwartest du, wenn ich pumpe, dürfte es einfach gleich einen ersten Sprung machen, oder? Ja, genau. Irgendwann ist ausreichend Öl
unter dem Lager, es schwemmt auf, der Innenring dehnt sich auf und irgendwann wird es so einen kurzen Ruck geben. Mhm. Dann kommt das Lager nach vorne bis zur Umfangsnut und dann muss ich den Rest klassisch mit dem Abzieher abziehen. Okay, dann starten wir. Jetzt. Man sieht, jetzt ist das Lager genau bis zur Nut. Genau. Das Lager ist jetzt genau bis zur Nut gerutscht, solange die Ölunterstützung da war. Und ab dann, das letzte Stück, musste entsprechend eben per Hand gemacht werden. Genau. Soweit die hydraulische Demontage am zylindrischen Sitz. Markus, danke. Bitte immer wieder gern, Simon. So, Simon, und das nächste Mal zeige ich dir, wie wir einen Vergleich machen von Keilriemen auf Zahnriemen und wo wir richtig Geld sparen können. Das klingt doch gut. Ansonsten, Fragen gerne unten in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auch über Likes. Servus.